Hallo und willkommen zurück zu Drakensang am Fluss der Zeit. Mit unserer Ausbildung sind wir jetzt hier Ich nehme an, jetzt ziehst du los, um die große, weite Welt zu entdecken, ja, nicht wahr? Übernimm dich nicht so sehr da draußen. Magister Bruckbart lässt ausrichten, dass du hier jederzeit willkommen bist, wenn du Hilfe brauchen solltest. Darf ich nun wenigstens erfahren, was ich dir eigentlich getan habe, weshalb du mich so herablassend behandelt hast? Ich? Wieso? Wovon sprichst du? Ist es Eifersucht? Haben dich deine Eltern schlecht behandelt? Was ist es? Du tust mir leid. Ich gehe meiner Wege. Leb wohl. Okay. Unsere Kiste haben wir ja immer hier. Können wir jederzeit zurückkommen. Obwohl wir auf dem Schiff dann später ja auch unsere Kiste haben. Bloß jetzt können wir erstmal alles hier lassen, was wir nicht brauchen. Ich guck nochmal in die Kiste, ob wir da was mitnehmen. Ich weiß nicht, nehmen wir erstmal alles mit oder lassen wir alles hier? Wir müssen ja sowieso dann nochmal hierher. Lassen wir erstmal alles hier. Dann kommen wir eben später nochmal wieder. Wir haben ja hier... wo ging es hier raus? Hier. So, dann gehen wir erstmal wieder in die Stadt. Und schauen mal, was wir dort noch erledigen können. Wir sind ja jetzt schon auch etwas stärker. Und dann könnten wir... Ach. Bleibt stehen, auf ein Wort. Den kennen wir doch vom Hafen. Woher kennt ihr meinen Namen? Na, na, nicht so voreilig. Ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren. Lasst mich erst einmal erklären, weshalb ich auf euch aufmerksam wurde. Wie ihr die letzten Schritte eurer Ausbildung beim alten Bruckbart angegangen seid, einfach grandios. Besonders wie ihr diesen Bohrengeweihten ausgetrickst habt. Sehr gewieft. Das muss ich schon zugeben. Solltet keinerlei Bedeutung mehr haben. Ihr solltet dem keine allzu große Bedeutung beimessen. Ich tat, was mir aufgetragen wurde. Verratet mir lieber, für wen ihr arbeitet. Dazu komme ich gleich. Am aufschlussreichsten war aber die Geschichte mit diesem Blutwolf. Ein Jammer, dass keiner der Schmuggler vor ihm bewahrt werden konnte. Die Burschen hätten uns bestimmt einiges erzählen können. Blutwolf, Schmuggler? Also mir reicht es jetzt. Ich will wissen, was hier gespielt wird, auf der Stelle. Mein Name ist Gerling und mein Amt bedingt, dass ich stets gut informiert zu sein habe. Ganz frei heraus. Ich bin während meiner Ermittlungen zu den Piratenüberfällen über euch, und sagen wir mal, gestolpert. Ihr seid den Flusspiraten auf der Spur. Was habt ihr herausbekommen? Und was haben diese Schmuggler damit zu tun? Das ist mir selbst noch nicht ganz klar. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das sehr bald in Erfahrung bringen werden. Doch das sollten wir an einem ruhigeren Ort bereden. Ihr habt mir immer noch nicht verraten, für wen ihr arbeitet. Ihr lasst wirklich nicht locker. Das gefällt mir. Zu meinem Bedauern muss ich euch diese Information vorenthalten. Vorerst. Wir sollten wirklich an einem ruhigeren Ort darüber reden. Na gut, einverstanden. Nach euch. Also gut. Folgt mir. Okay. Hier dürften wir ungestört sein. Meine Gefolgsleute, Jakon Zagor und... Feines Glucksauge. Offenbar wollen wir alle den Flusspiraten auf die Schliche kommen. Mir schwebt da eine Zusammenarbeit vor.
Zusammenarbeit? Ist das nicht ein wenig voreilig? Es war von einem Informationsaustausch die Rede, nicht mehr. Uns fehlen die Leute, um auf solch wichtige Hilfe zu verzichten, Jakon. Mein Gespür sagt, wir sollten Vertrauen haben. Gerling hat bisher immer einen guten Riecher gehabt. Es ist ohnehin nicht allein an uns, über ein gemeinsames Vorgehen zu entscheiden. Schließlich stecken wir alle zusammen in dieser Geschichte, nicht wahr? Ja, ja. Also, was sagt ihr? Wollen wir in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten? Ich bin dabei, wenn ihr mir endlich sagt, worum es geht. Meinen Quellen zufolge soll heute Nacht nach der Ausgangssperre ein Schiff im Hafen anlegen. Es soll Hehlerware an Bord haben, die aus den Piratenüberfällen stammen könnte. Jedenfalls werden wir uns das mal genauer ansehen. Nach der Ausgangssperre ist das nicht so riskant. Der Hafen wird doch sicherlich auch von Patrouillen bewacht. Normalerweise hättet ihr damit recht. Doch nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, wird es in dieser Nacht keine Patrouillen geben. Eine schwierige Angelegenheit. Der Einfluss der Hintermänner muss weitreichender sein, als wir bislang vermutet haben. Nun ist die Frage nur, wie weitreichend? Es hilft alles nichts. Wir finden es nur heraus, wenn wir uns selbst ein Bild von der Lage machen. Wie wollen wir vorgehen? Sobald ihr bereit seid, wird euch Jakon nach Einbruch der Dunkelheit zu unserem Treffpunkt bringen. Dort besprechen wir kurz die letzten Einzelheiten und brechen dann gemeinsam auf. Ich habe verstanden. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ich spüre, dass ihr euch der Gefahr bewusst seid, in die wir uns begeben. Vergewissert euch, dass ihr gut genug vorbereitet seid. Und trefft Jakon dann hinter der Taverne am Marktplatz. Kennt ihr eigentlich jeder meinen Namen? Ich fürchte, ja. Oh? Tja, dann wäre ja alles gesagt, nicht wahr? Ihr müsst mich nun entschuldigen. Auch ich habe noch einige Dinge vorzubereiten. Ach, und haltet euch bedeckt. Zu niemandem ein Wort über unsere Mission. Okay. Wie ihr wünscht, bis heute Abend. Gut, dann können wir uns noch ein bisschen umschauen hier und uns vorbereiten, bevor wir uns dann ins nächste Abenteuer stürzen. Da können wir noch was verkaufen. Wir könnten mal zum Wirt gehen und ihnen die Äpfel verkaufen, glaube ich. Ach, dieser Dajin schon wieder. Können wir hier eigentlich schon wieder was herstellen? Ein Bärensaft? Nichts. Auch nichts. Okay. Können wir hier irgendwas... Was kann Aralia, die Alchemistin, für euch tun? Eigentlich was kaufen? Baransalbe. Quellwasser haben wir noch genug, oder? Geld haben wir ja auch nicht mehr viel. Schwefelquell brauchen wir nicht. Was ist denn das? Seltsames Amulett und identifiziert. Ne, brauchen wir nicht. Gut, da schauen wir mal weiter. Ach, der Herr Grise. Ne, der sagt uns nichts. Tretet näher, meine Dame. Erfüllt euch einen Wunsch für nur einen Heller. Ein Wunsch für einen Heller? Ja, werft einfach einen Heller in den Brunnen und wünscht euch was. Der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Heller in den Brunnen werfen? Ein Wunsch für einen Heller. Einen Versuch ist es wert. Euer Wunsch wird sich bald erfüllen. Da bin ich mir sicher. Einen schönen Tag noch. Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Ach, der wieder. So, was haben wir denn hier erstmal? Geheimnisvolle Gerling. Manchmal geschehen doch wirklich sonderbare Dinge. Ich hatte meine Ausbildung noch keinen Moment abgeschlossen, da sprach mich ein mysteriöser Mann an. Gerling, so wie er sich selbst nannte, war darauf bedacht, möglichst rätselhaft zu tun und fasete irgendetwas
von einer Zusammenarbeit. Er wusste erstaunlich viel über mich und die Dinge, die ich während meiner Ausbildung hier in Nadore tat. Ich bin gespannt, was es mit ihm auf sich hat. Ach, ich wollte doch mal in die Kalanisation unten schauen, aber ich gehe erstmal hier rein. Mal sehen, ob ich hier noch was. Ach so, zum Wirt. Nee, zum Koch wollte ich, glaube ich. Und dann können wir auch den Zunderschwamm verkaufen. Ich glaube, hier war noch was. Ach, hier, das Gästebuch. Ach, hier sind bloß witzige Dinge drin. Der schönste Platz ist unter der Theke. Zwei Zwerge. Kommen zwei Zwerge in die Taverne, sagt der eine, zwei halbe. Daraufhin der Wirt, ja, das sehe ich. Und was wollt ihr trinken? Witzig. Okay. Können wir hier noch was? Ah, da seid ihr ja wieder. Schon nein, etwas Brauchbares nicht. Herausgefunden? Ich höre mich aber weiterhin um. Auf bald. So, dann gehen wir mal zum Koch. Hallo, Koch. Ah, ihr habt ihr was für mich? Nein, dann raus habe... aus meiner Arbeit, Ravia. Ich denke, der nimmt auch Äpfel. Okay. Gut. Wir haben ja auch noch gar nicht alles angeguckt. Was ist denn mit denen hier überhaupt? Kann man die anreden? Ich glaube nicht. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, okay. Ach, hier sind auch noch Fässer, die nehmen wir gleich mal mit. Gänsefedern. Ja, auch noch. Oh, ein Silberring. So, so. Das ist doch... Ach, Guano und Vorkommen. Beim Bater Arombolos, was ist? Nichts, entschuldigt. Ich dachte, man kann mit denen reden. Gut, ach, Reisepunkt freigeschaltet. Okay. Südtor. Na gut. Ach so, ich wollte nur was gucken. Talentschwerter, also doch. Okay. Talentschwerter. Der Schmied. Ich interessiere mich für eure Waren. Okay. Was hat der denn? Nur Schmiedezeug. Ah, ich weiß nicht. Kurzschwert, ob war das Metallteile.
Aus Resten von verschossenen Kugeln kann man mit dieser einfachen Anleitung neue Beschläge und Metallteile für die weitere Bearbeitung schmelzen und ausgießen. Das können wir ja mal mitnehmen. So, können wir dem was verkaufen? Irgendwas. Das sind die Geschosskugelsplitter bestimmt, ja? Für das zerbrochene Pfeile. Fellfetzen. Können wir den mal verkaufen? Das weiß ich nicht, ob wir das noch brauchen. Nö, eigentlich nicht, ne? Können wir den auch verkaufen? Wolfsfell, Silberring, der ist nichts wert. Okay, gut. Hier gibt's noch eine Kiste. Kiste versteckt hinterm Baum. Ach so, wir wollten noch den Zunderschwamm verkaufen. Denn hier weiter. Tja, ein kleiner Spaziergang durch die Stadt. Ich wollte eigentlich aus hier raus. Bin ich auch hier geht's lang. Ich wollte doch zum Ziegenhirt. So, mal sehen, was er uns verkauft, was er uns dafür gibt. Herr Reine zum... Sagt, ihr habt nicht zufällig Zunderschwamm bei euch? Ich habe Zunderschwamm dabei. Ich kaufe ihn euch für einen guten Preis ab. Na, hoffentlich. Ich gebe euch 5 Heller pro Stück. Was sagt ihr? Ja, ja. Na gut, 5 Heller pro Zunderschwamm. Hier, bitte. Ah, vielen Dank. Oh, das ist ja fast nichts, was ich da jetzt habe. Da brauche ich aber noch viel, viel mehr. Heidel, du alter Ziegenbock, du sollst doch nicht... Was haben wir bekommen? Aber auch nicht mehr. Parfüm. Dreißig Pfeile ist ja auch nicht gerade viel. Was ich hier mit den Rüben und so machen soll, weiß ich noch nicht. Das kann auch hier hoch. Das geht hinten. Okay. Na gut. So, da haben wir den Zunderschwamm gebracht. Ja, ja. Und dann werden wir im nächsten Part mal schauen, ob wir soweit sind und uns mal mit den zwei, mit Jakon
treffen und Fairis und dann mal die nächtliche Aufgabe erfüllen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.